Ich begrüße Sie recht herzlich bei der Bäckerei Konditorei Padewke. Ich bin Dominik Padewke und wir backen heute zusammen Vanillekipferl. Zunächst einmal brauchen wir dann natürlich unsere Rohstoffe. Dazu brauchen wir 800 Gramm Butter, 300 Gramm Puderzucker, 1 Kilogramm Mehl, 300 Gramm gemahlene Mandeln und noch etwas Vanillearoma. Ja, dann kann es auch schon losgehen mit der Teigherstellung. Wir geben dann mal unser Mehl auf den Tisch. Man hat eine kleine Mulde, dass man mal sieht, wie viel Platz wir brauchen. Nehmen wir dann unseren Butter, lege den in die Mitte. Puderzucker, ganz wichtig vom Verarbeiter, sieben, damit wir keine Bolle drin haben. Gebe das auch drauf. Und nehmen wir die Mandel und gebe das auch noch oben drauf. Also alles auf einmal. Ganz einfach, kann jeder machen. Und jetzt geht's los. Wir vermischen die Zutaten, bis alles perfekt vermischt ist. Und dann haben wir auch schon unseren Teig. Zuerst vergreifen wir ein bisschen den Butter. Hole dann immer wieder von außen alles in die Mitte. Das ist das, was da drin so Spaß macht, ja? Das bisschen Sauigle. Sie sehen, unser Teig ist jetzt fertig. Nicht zu lange kneten, wenn alle Zutaten vermischt sind, aufhöre. Sonst wird der Teig eventuell brandig oder zäh. Den fertigen Teig legen wir jetzt in eine Schüssel und den für den ganzen Tag in den Kühlschrank, damit der Geschmack komplett durchziehen kann. Hier haben wir unseren vorbereiteten Teig, den haben wir gestern gemacht. Der war jetzt über die Nacht im Kühlschrank. Jetzt nehmen wir da ein Stückchen weg. Knete den kurz durch, dass der wieder eine schöne Bindung kriegt. Und formen dann einen kleinen Strang. Ungefähr 7 mm Durchmesser für den Strang. Wenn es auf dem Tisch ein bisschen klebt, je nach Arbeitsplatte, einfach ein bisschen Puderzucker nehmen und drüber stauben. So, dann haben wir hier schon mal den ersten Strang. Da machen wir jetzt ein paar. Wenn wir dann ein paar Stränge vorgeformt haben, dann brauchen wir ein Messer und schneidet ungefähr 5 cm lange Stücke ab. Und formen dann kleine Halbmonde. Und gehen dann zum Backen raus. Wir backen unsere Vanillekipferl bei 200 Grad ungefähr 10 Minuten. Unsere Vanillekipferl sind fertig, waren jetzt 10 Minuten im Ofen. Wenn Sie sie ein bisschen größer machen, müssen Sie es ein bisschen länger backen. Jetzt lassen wir sie kurz abkühlen und dann machen wir sie voll fertig. Wir haben jetzt hier unseren Vanillezucker. Den haben wir schon mit ganz normalem Kristallzucker vermischt. Dazu nehmen wir einfach 20 Teile Kristallzucker und ein Teil Vanillezucker. Wichtig ist, dass man das gut durchmischt, dass sich der Vanillezucker auch überall gleichmäßig verteilt. Wir nehmen dann ganz vorsichtig, am besten mit einem
Teigschaber, unsere Vanillekipferl, die jetzt noch heiß sind vom Blech. Und legt immer ein paar in unseren Zucker rein. Tun die dann von alle Seiten kurz mit Zucker bestreuen. Ganz wichtig ist, dass die Vanillekipferl warm sind, sonst bleibt der Zucker nicht kleben. Und lege die dann zum Abkühlen entweder wieder zurück aufs Blech oder gleich in die Box, in der man es aufbewahrt, so wie sie es machen wollen. Also ich finde, aussehen denn sie super. Schmecken denn sie bestimmt auch super, probieren wir sie mal. Ich denke, so kann Weihnachten kommen. Danke, dass Sie heute bei uns waren in der Bäckerei Konditorei Padewke. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachten.